bekannte Partei Die Linke fordert die Einführung von Cannabis-Clubs, um die Drogen nicht länger zu verteufeln. Ich weiß nicht, ob mein Begriff der Mitbewohner wirklich noch Clubbeiträge bezahlen könnte. Vielleicht ist es auch ein Ablenkungsmanöver, weil einige Politiker ja vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die möchten sich jetzt als harmlos und zugedröhnt ausgeben. In den Clubs könnte ja auch immer ein Wahllokal eingerichtet werden, sodass sich die Forderung auch politisch in Wahlergebnissen auszahlt. Morgen geht's weiter.